wunderschönen guten Tag. Hier ist Lotte Hansen. Wegen Ihrem Kryptokonto. Wie geht's? Schicken. Das heißt, es geht über ein Coinbase-Konto erstmal. Das ist ja Ihr privates Konto. Das heißt, es ist ja wunderbar, einen privaten Kryptokonto haben. Und klingt das vernünftig soweit? Nee. Nee? Okay. Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht, wo das genau steht. Ja, aber das müsste man schon wissen. Das sein, weil es gibt, es ist zwei registriert. Das sind FCA, das sind UK. Ja, aber ihr seid nicht registriert, da habe ich gerade geguckt. Keine Ergebnisse mit eurem Firmennamen. Hm. Okay. Tja. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch, einen Märchenerzähler mitgebracht. Zumindest von seiner Stimme her. Könnte er auch einen vernünftigen Job machen. Zum Beispiel als Märchenerzähler. Ich meine, Märchen erzählen kann er ganz gut. Ganz zum Schluss unterhalten wir uns eine ganze Weile mit ihm darüber, was er da eigentlich für einen Job macht. Und naja, er scheint es selber zu glauben, was er da tut, denn er sucht verzweifelt die Registrationsdaten von seiner Firma, die er nicht findet. Wunderschönen guten Tag, hier ist Lotte Hansen, wegen Ihrem Kryptokonto. Wie geht's? Gut. Ich sehe, dass der Name steht hier Lipton Ice Tea. Das ist cool. Ja. Alles klar. Mein Name ist Roger Hansen. Ich bin 59. Ich werde Ihnen helfen, diese Konto, Kryptokonto öffnen. Ich werde Ihnen gleich ein E-Mail schicken. Das heißt, es geht über ein Coinbase-Konto erstmal. Das ist ja Ihr privates Konto. Das heißt, es ist ja wunderbar, einen privaten Kryptokonto haben. Und nachher können wir dann die Handelskonto, damit wir auch mit Krypto handeln können, aktivieren. Aber das ist Schritt für Schritt. Jo, geht ja schon ultra seriös los, der ganze Kram hier. Erstmal lacht er sich ja eins schlapp über meinen Namen, denn ich habe mich ja tatsächlich so genannt wie die bekannte Eistee-Marke. Vorname Lipton und Nachname Eistee. Findet er ja scheinbar besonders witzig. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns hier bei einer Börse oder bei einem Trading-Konto registrieren, ich glaube, da braucht man seinen echten Namen dazu. Und naja, scheinbar hat er das ja begriffen, dass das kein echter Name ist und findet das Ganze hier trotzdem ganz witzig und macht weiter. Ja, wozu bleibt er denn jetzt noch an der Leitung? Ich meine, wenn er das jetzt checkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Naja, scheint wohl nur ums Geld zu gehen. Ja, und dann geht es hier auch gleich um einen Krypto-Wallet. Aber ihr könnt es euch denken, nicht um meins, sondern um das Krypto-Wallet der Firma. Aber das scheint er nicht so ganz zu verstanden haben. Also erstmal Geld auf einen Krypto-Wallet einzahlen und dann handeln. Genau. Also das ist gefolgt. Haben Sie schon heute ein Krypto-Wallet privat? Haben Sie schon ein Wallet, oder? Ja, dann kann ich da ja auch meine Adresse eingeben. Ah, haben Sie ja wunderbar. Dann kann ich Ihnen jetzt ein E-Mail schicken mit den Zugangsdaten für den Handelskonto und den Wallet. Dann können Sie ja eine Überweisung machen. Das wird unmittelbar aktiviert. Und dann können wir ja innerhalb einer Stunde die Konto aktivieren und mit dem Handel anfangen, was Sie möchten. Ja, aber warum wollen Sie mir eine Wallet-Adresse zuschicken? Da nehme ich doch denn meine. Ja, das ist richtig. Aber Sie möchten ja auch Ihr Handelskonto aktivieren, oder? Ja. Ihr Handelskonto. Ja. Da müssen wir ja das Konto erstmal aktivieren, oder? Und das ja. machen wir nur mit digital. Nicht mit Banküberweisung oder Kreditkarte. Nur das ist doch aber auch digital. Ja, genau. Also, was wir machen müssen, ist Folgendes. Ich erkläre Ihnen. Sie aktivieren jetzt ein Handelskonto. Ich schicke Ihnen jetzt erstmal eine E-Mail mit dem Zugangsdaten für das Konto. Einen Moment, okay? Da können Sie eingehen. Das machen Sie jetzt. Also der Typ hört sich eigentlich ganz vernünftig an. Und das Alter, das er hier nennt, scheint ja auch so ungefähr hinzukommen. Warum macht der Typ nicht einen anständigen Job? Ich meine, ganz ehrlich, der könnte doch Sprecher für Märchen oder irgendwas machen. Ich meine, übers Telefon klingt das ja alles ein bisschen komisch und pustig. Aber wenn man dem ein vernünftiges Studiomikrofon hinstellt, kann er doch echt Märchen vorlesen und Kinderhörbücher aufzeichnen, oder nicht?
Also, ich weiß wirklich nicht, was der mit so einem Job will. Und auch seine ganzen Erklärungen hier, alles Blödsinn. Also, warum sollte ich ein Konto mit Geld aktivieren? Man aktiviert das Konto, indem man sich da registriert und dann ist es erstmal aktiv. Mit Geld hat doch eine Aktivierung an sich nichts zu tun. Ja, aber das ist immer wieder das Gleiche bei diesen Betrüger-Callcentern. Einen Moment bitte. Soll ich den Passwort mache ich normalerweise in Ihrem Fall, werde ich, ich werde dann einen großen L für Lipton, einen kleinen E für Eistee machen, zum Beispiel. 125791, das Passwort, das schicke ich Ihnen jetzt. Möchte Sie das Konto, weil die Kontoname wäre dann in Lipton Eistee stehen. Ist das okay? Ja, machen wir das so. Das ist so richtig, ja. Okay, einen Moment hier. Ich schreibe es hier rein. LE 125791. So. Habe ich da. So. Jetzt muss ich nur den Passwort einrichten. Einen Moment. Das machen wir sofort. Machen das hier. Erst einmal müssen wir nur ein bisschen Geduld haben. Und dann läuft alles blitzschnell wie Bitcoin. Alles soll da schnell gehen. Einen Moment hier. So habe ich das geschafft. Jawohl, habe ich gemacht. Okay, jetzt schicke ich eine E-Mail. Bitte zu einer E-Mail gehen. Ist jetzt rausgegangen. Also ich meine, komplett mal davon abgesehen, dass das ja alles Bullshit ist. Aber dieser Anrufer hört sich tatsächlich seriös an. Mit seinem englischen Akzent und mit seinem Alter. Der könnte tatsächlich große Profite machen. Und zwar eine ganze Menge. Dem vertraut man doch, wenn man den am Telefon hört. Mal ganz davon abgesehen, dass wir eben wissen, was da los ist. Viele wissen das nicht. Und wenn jetzt eure Großeltern angerufen werden, ja, oder ältere Menschen allgemein, der hört sich erstmal seriös an. Und das ist das Gefährliche. Hier haben sie tatsächlich mal jemanden, der nicht bloß 3,50 Meter weit denken kann. Dann werden wir das gemeinsam anschauen. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich hier. Ich habe auch die Möglichkeit da als Coinbase, aber wenn du deine eigene Crypto-Wallet haben, dann brauche ich ja kein Coinbase. Sie können ja zusätzlich ein Coinbase-Konto öffnen, falls Sie möchten, oder? Brauche ich ja dann nicht. Okay, alles in Ordnung. Sehen Sie, dass es steht ein Link, da steht HTTPS, Summit Trade und das ist das Passwort LE125791. Können Sie das sehen? Hast du die E-Mail bekommen? Nee. Okay. Vielleicht wegen wir haben ja drei Links in diesem E-Mail. Ab und zu, falls Sie ein Spam-Filter haben und wir hier Links schicken, dann geht das vielleicht im Spam erst einmal. Das kann sein. Wie heißt denn die Webseite? Also, ich habe hier, Sie haben jetzt eine E-Mail von Roger Hansen. Ja, aber Roger Hansen. Wie heißt denn die Webseite? HTTPS und dann www.summittrade.co. Wie heißt die? www. Ja, mit nach dem Punkt. Punkt summittrade, S-U-M-M-I-T. S-U-M. M. I. I. T. Ja. R-A-D-E. Summittrade.co. Aha. Und dann klicken Sie, dann kommen Sie zur Startseite. Nö, da steht, die Seite konnte nicht gefunden werden. Okay, haben Sie www. Ja, das braucht man ja nicht. Summittrade.co. Das ist lustig. Also, ich habe hier einen Link, da steht alles. Was ist lustig, dass Sie ein E-Mail gekriegt haben, weil ich sehe hier, dass ein E-Mail ist bei Ihnen angekommen. Ja, ich habe ja noch nicht nachgeguckt.
Ja, dass er sehen kann, dass die E-Mail angekommen ist, ist absoluter Blödsinn. Das Einzige, was er da in seinem System höchstwahrscheinlich sehen kann, ist, dass die E-Mail versendet wurde. Aber nicht, dass sie angekommen ist. Das ist Quatsch. Mein Postfach ist definitiv so eingestellt, dass es keine Benachrichtigung gibt, wenn eine E-Mail bei mir angekommen ist. Schon alleine aus dem Grund, weil hier so dermaßen viele Nachrichten reinkommen, dass ich mir das ja auch von der Leistung her des Postfachs gar nicht erlauben kann, noch die ganzen Nachrichten rauszuschicken, wer da alles wissen will, ob die Nachrichten angekommen sind. Es gibt solche technischen Möglichkeiten. Standardmäßig ist sowas aber immer ausgeschaltet. Ja, und braucht man nicht. Also es gibt auch sowas wie eine Lesebestätigung. Das funktioniert aber meistens eher so über Knöpfchen, dass man das auch drücken kann in E-Mails. Kommt immer drauf an, was man für ein Programm hat und hat sich eigentlich nie so richtig durchgesetzt. Also sowas gibt es ganz streng genommen, genau genommen, eigentlich gar nicht auf dem Markt. Ne? Also dass man sehen kann, dass die E-Mail auch eingegangen ist. Er meint das so wie bei WhatsApp. Wenn ihr eine Nachricht versendet habt, dann gibt es das erste Zeichen, also das erste Häkchen. Wenn der Empfänger die Nachricht wirklich erhalten hat, also auf dem Mobilfunkgerät das Ganze eingegangen ist, dann gibt es ein zweites Häkchen. Ja, und wenn die Gegenseite das Ganze gelesen hat, dann werden die Häkchen eben auch noch blau. Ja, und das gibt es bei E-Mail nicht. Na, aber das versuchen die hier einem immer wieder zu sagen, weil die sich selber mit der Technik nicht wirklich auskennen und da einfach nur steht, dass es versendet wurde. Und das ist scheinbar für die meisten Betrüger auch gleichzeitig der Eingang. Aber das ist Quatsch. Oh, also geh mal bitte zu E-Mail. Ja. Geh mal erstmal zu E-Mail jetzt. Machen wir das gemeinsam. Bitte zu E-Mail gehen und dann haben wir alles Informationen damit. Wallet, Passwort, alles steht da. Na, dann ist gucken wir mal nach. Und dann so. Einmal speichern und dann ist fertig. Von der Volksbank habe ich jetzt schon eine E-Mail. Ah? Volksbank. Richtig, ja? Roger Hansen, ja? Roger Hansen von Summitrade, mein Name. Ne, das steht da nicht. Hm, lustig. Weil ich habe ja ebenso den E-Mail geschickt. Und das ist so lipton.ic@googlemail.com. Ah, Google Mail mit 2 i. Kann das sein? Nee, dann ist das falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist meine. Jetzt sehe ich bestimmt, was nicht reingekommen ist. Mhm. Ist Ihren E-Mail lipton.ic@googlemail.com? Ist das richtig? Ja. Summitrading mit G am Ende. Nein. Pass mal auf, ich schicke jetzt zu E-Mail, ist viel besser. Ich muss das ändern hier, weil... Ja, aber per E-Mail dauert doch so lange, da kann ich doch das hier auch eingeben bei Google. Ja, pass mal auf hier. Einen Moment, Das ist eine... Die Ursache davon, Sie haben bei der Registrierung Google Mail mit 2 i geschrieben, deswegen, wenn ich Copy machen hier, wird es falsch. Deswegen, warte mal. Ist es .de, oder? Ja. So den richtigen E-Mail hier. Das ist eine alte, da müsste ich da mal nachgucken, weil ich nutze eigentlich eine andere. Oh, haben Sie eine andere E-Mail gegeben? E-Mail, jetzt blitzschnell. Was haben Sie für E-Mail? Ja. Also nach dem Ad ändert sich das denn? Ich habe hier lipton.ic@googlemail.de habe ich geschrieben. Ist ja, das gut? Und da muss dann stehen @m. Haben wir? Ich bin jetzt beim lipton.ic@googlemail.de. Ja, Google Mail weg. Ah, okay, warte mal. lipton.ic, jawohl, und dann? M. D. David für David, oder? Ja. Und dann zweimal C. C für Texas, oder? Nee, C. Zweimal das C. M, D, C. C für Cesar. So, das ist Mega, Delta, Cesar, oder? Ja, genau. Und dann F. F für Philipp? Nee, Philipp schreibt man... Foxtrot. Ja, genau. Dann ein U. U für Uwe. Ja. Und dann ein N? N für Nuclear. Boom. Und dann .de. Alles klar. Jetzt schicken wir das. Ist viel einfacher. Wunderbar. Jetzt kommt es. Jetzt habe ich das geschickt. Schauen wir das jetzt an, bitte. Geh mal zu E-Mail.
Ja, ich mach mal E-Mail aus nochmal, dann gehe ich jetzt hier in das. Tut mir leid, aber es ist das erste Mal. Ein bisschen Geduld, dann kriegen wir alles das hin. So ist es. Warten Sie mal, hier ruft noch einer an. Warten Sie mal kurz. Jetzt ist es angekommen, oder? Ja, hallo? Ja, schon. Guten Tag, Herr Bauer. Ja, mal nochmal nach einer Stunde anrufen. Danke. Tja, da hat wohl noch jemand für den Herr Klar-Bauchtermann im Hintergrund angerufen. Naja. So, jetzt können wir. So, jetzt gucke ich hier mal. Rocker Hanson. Ja, haben Sie jetzt ein Nebel gesehen, richtig, oder? Sehen Sie es? Ja, habe ich jetzt hier was. Wunderbar. Dann können wir den Coinbase vergessen. Sehen Sie den Link da? Pass mal auf, Passwort notieren, da können Sie später ändern, oder? Passwort notieren. L-E- 1, 2, 5, 7, 9, 1. Können Sie das notieren? Ich muss ja erstmal gucken hier, Moment. So, jetzt ist hier. Da steht jetzt. Ach ja. Ach so, mit 2M. Summitrade. Jetzt habe ich die Seite. Das ist hier so eine blaue und. Ja, genau. Ja. Und jetzt klicken Sie oben rechts den Login oder Anmelden. Sie können Deutsch wählen, oder? Jo, mach ich. So, bin. Ja, und. Da soll ich jetzt was da oben bei E-Mail reinschreiben? Ah, eben. Ah, Ihren E-Mail da. Okay. Ja, haben Sie. Das müssen Sie jetzt. Da müssen Sie. Wir haben das falsch gemacht, oder? Pass mal auf, Sie müssen das jetzt sehen. Einen Moment. Ihr Passwort, Ihr Username ist Lipton.ist. At Google Mail mit 2 i. Das müssen wir später ändern. Wir werden das hier später ändern, okay? Das müssen wir hier machen, okay? Das kann ich nicht jetzt machen. Sie haben mit 2 i das geschrieben. googlemail.com, oder? Aber mit 2 i. Sie haben das wahrscheinlich am Fehler gemacht. Aber das ist jetzt registriert davon. Müssen wir das richtig haben. Okay. Und Passwort schreiben Sie einen großen L, kleinen e. Ja. 135791. Oh, das war zu schnell. Passwort ist ein L, großen L. Ja. Kleinen E. Ein kleiner E, 135. 135. 791. 791, ja. Ich werde Ihnen den Username ändern, damit Sie den richtigen E-Mail, sehen Sie, Sie sind jetzt eingeloggt, was wir das, wir haben in 2e geschrieben, weil das haben wir damit registriert, verstehen Sie? Ich werde das ändern und ein E-Mail schicken, das ist ja besser wahrscheinlich, das ist den anderen E-Mail als Username mit mdccfun.de, oder? Ist ja besser, oder? Wunderbar, jetzt gehen Sie oben rechts, sehen Sie Ihre eigene Name, schau mal oben. Da sehen Sie Name und die Kontonummer. Ja, genau. Jetzt wählen wir Folgendes. Wir haben keinen Balance. Oben rechts steht Deposit und Logout, vergessen wir. Wir gehen rechts, links, Entschuldigung. Zweiten von links steht Trading Room, Handelsraum. Lass uns zu Trading Room gehen. Ja. Okay, sehen Sie das? Trading Room? Ja, habe ich. Okay, jetzt nochmal. Oben rechts steht Ihr Name, Lipton ISD, und da steht eine Nummer, 290-2173. Ist das richtig? Ja. Das ist Ihre persönliche Kontonummer hier. Okay. Jetzt haben wir alles hier. Wir können jetzt alles handeln, wir müssen nur das Konto aktivieren. In E-Mail haben Sie ein Crypto-Wallet, das fängt mit BC1 und endet mit GHN. Okay? Das ist Ihre Konto, das ist Ihre Wallet hier. Ja, und genau eben das stimmt nicht. Das ist nicht mein Crypto-Wallet auf deren Webseite. Denn das ist Blödsinn. Ein Crypto-Wallet besitzt man selbst und nicht auf einer fremden Webseite. Also man kann es auf einer fremden Webseite besitzen, aber nicht bei einer fremden Trading-Webseite. Es gibt
da auch so eine Art Krypto, so Kryptokonten, wo man Geld speichern kann. Das ist aber nicht dieses Krypto-Wallet in dem Sinne. Außerdem, wenn man sich auf der Webseite noch ein zweites Mal registriert, dann bekommt man bei denen genau die gleiche Nummer per E-Mail zugeschickt. Also das heißt, es ist nicht mein persönliches Krypto-Wallet, sondern es ist das Krypto-Wallet dieser Betrugsfirma. Und wenn ihr da Geld drauf überweist, dann ist es einfach weg. Also für euch ist es weg. Ne? Also ihr könnt das Geld nicht mehr benutzen. Und danach beginnt das Schauspiel, dass ihr ein Demokonto bekommt, was so aussieht wie ein echtes Konto. Es ist aber keins. Und das wird man euch nicht sagen. Ihr denkt, ihr habt da Geld aufgeladen. Es ist aber nicht aufgeladen. Ne? Also die machen sich davon einen schönen Tag von dem Geld, aber das war's dann auch am Ende. Beim Summit. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Entscheidung, was Sie damit anfangen möchten, oder? Sie können jetzt im, wie viel möchten Sie damit anfangen beim Handel? Das ist Ihre Entscheidung. Was möchten Sie machen zum Beispiel? Aus Ihrer Entscheidung. Wie viel soll ich denn einzahlen? Ja, also lass uns sagen, das ist ein Vorschlag. Wir müssen wahrscheinlich mit kleinen Summen anfangen oder mit Hochhandel, oder? Möchten Sie mit 2.000 Euro im BTC anfangen oder 1.000? Was ist besser? Was ist Ihr Vorschlag? Also auf jeden Fall schön, dass er hier von kleinen Summen redet und dann 1.000 bis 2.000 Euro haben möchte. Naja, ich meine, für den einen oder anderen sicherlich nicht viel Geld, aber für die meisten ist das mehr als ein Monatseinkommen. Von daher, ich glaube, von einer kleinen Summe kann man hier auf keinen Fall mehr sprechen. Das Problem ist aber, wenn man hier so einen Opa am Telefon hat, der wird sich auch mit anderen Rentnern gut verstehen oder eben Leute, die sich dann davon belabern lassen und die dann denken, der ist seriös und da können wir ja unsere Rente reinpacken, dann kann man vielleicht noch ein schönes Erbe draus machen oder was weiß ich, was der Hintergrund von der ganzen Geschichte sein kann. Ja, aber eben dieser Mitarbeiter hier, der wirkt ja auch mehr oder weniger sehr beruhigend, also zumindest die Stimme, und der wirkt auch nicht so wie viele andere von diesen Firmen, die hier anrufen. Und das ist eben das Gefährliche an der Geschichte. Und dadurch, dass der mehr oder weniger auch relativ vertrauenswürdig wirkt, könnte das sein, dass der ein oder andere da auch eine größere Summe einzahlt. Und das Einzige, was man dann davon hat, ist, dass man die Kohle nie wieder sieht. Weiß nicht. Okay, lass uns erklären, wie das funktioniert. Lass uns sagen, dass Sie fangen mit 2000 ähnlichen BTC an jetzt, oder? Überweisen Sie zu diesem Ihre eigene Adresse, dann ziehen Sie das sofort auf die Konto hier im Balance. Okay? Mhm. Dann kriegen Sie immer 1:8 Hebel. Das heißt, dann haben Sie 16.000 als Hebel ohne Risikoverfügung, also 2.000 eigenes Kapital. 16.000 ist dann unserem Hebel. Unserem Balance, wann wir mit 2 plus 6 handeln, das ist 18.000, wird es sein, in der Richtung vor 4.500 Euro. Das wäre unser Balanceziel auf dem Konto sein, falls wir mit 2.000 anfangen. Ungefähr so. Beim Handeln. Nachher können wir anlegen, Positionen kaufen, immer mit dem Geld arbeiten. Aber Handeln ist mehr intensiv, wenn wir Hebel zur Verfügung haben. Wenn wir 4.500 erreicht haben, dann ziehen wir unseren Hebel zurück und dann schauen wir weiter, was wir machen können. Aber erstmal das Konto aktivieren. Das heißt, Sie haben jetzt Ihr eigenes Handelskonto. Sie haben das jederzeit eingehen und den Resultat anschauen. Ich werde auch nach dem Handel, erst einmal nach dem Handel, gehen wir gemeinsam auf das Konto rein und wir schauen mal das Resultat, was wir gehandelt haben und was der Gewinnziel war und so weiter. Aber dafür müssen wir erstmal das Konto aktivieren. Zum Beispiel. Falls Sie zurück zum E-Mail gehen, haben Sie dann einen Wallet, wie gesagt. Wenn Sie zum Beispiel jetzt, das geht ja blitzschnell, dann schicken Sie jetzt einen Überweis, Sie können also mein E-Mail eine Kopie von diesen Transaktionen schicken. Das schicken wir zur Finanzabteilung und dann können wir verifizieren, weil das ist immer drei Schritten, ne? Bei dem Überweis von jetzt beim Wallet, oder? Ich würde dann sagen, dass da kommt ja von dem Verkehr aufs Internet ein, aber ich würde sagen, in 10 zu 15 Minuten könnte ich dann zurück anrufen und dann können wir wahrscheinlich gemeinsam auf dem Konto den neuen Balance anschauen.
Dann werden wir den Handel vorbereiten und dann machen wir einen Termin für morgen oder Mittwoch, was besser passt. Und dann schauen wir den Handelsresultat ein und dann machen wir weiter. Mhm. Klingt das vernünftig soweit? Nee. Nee? Okay. Okay. Ja, gut hätte es geklungen, wenn man hier nicht so viel Scheiß ringsrum redet und man mich eigentlich überhaupt gar nicht anruft, sondern mich selber machen lässt. Naja gut, aber so arbeiten halt eben die Betrügerplattformen, indem sie einen anrufen und mit Nachdruck versuchen, dass man da Geld bekommt. Ja. Naja, aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir dann die Sache jetzt hier auch sprengen und ihm sagen, was wir von dem ganzen Geschäft hier halten. Klingt genauso wie die anderen Abzocker und Betrüger. Ah? Ich sage, es klingt genauso wie die anderen Abzocker und Betrüger. Ach, pass mal auf hier. Sie haben ja ein Konto hier. Ja. Das handeln Sie, Sie machen das in beide Richtungen. Wie Sie machen, das ist Ihre Entscheidung, was Sie machen, oder? Aber Ihre Entscheidung war es ja auch, den Job da anzunehmen. Wollen Sie nicht was Anständiges machen? Wieso denn? Das ist doch nicht seriös, so eine Arbeit. Pass mal auf, die Konto, die beläuft normalerweise über Coinbase. Jemand, der ein Coinbase-Konto hat, der kann ja selbst die Beweise in beide Richtungen schaffen. Wir machen uns in Kommission beim Handeln. Das ist unser Interesse. Was Sie mit dem gewählt oder sowas machen, das ist Ihre Entscheidung. Nee, das Interesse von der Firma ist eigentlich nur Geld abzuzocken, mehr nicht. Das ist ja schon mal Fakt. Und seriös ist das auch nicht. Pass mal auf, das ist ja natürlicherweise Ihre Entscheidung, das zu sagen. Wir arbeiten laut mit Hebel 1 zu 8 beim Krypto. Ja, ja, dann sag mir mal den Registrierungscode von der BaFin, dann gucke ich da mal nach, wo ihr da angemeldet seid. Ja, und jetzt kommt auch der Moment, wo er verzweifelt nach diesen Nummern sucht, aber sie selber gar nicht erst finden wird. Komisch, ne? Also erzählt mir, dass Sie registriert sind und man wird mir alles zuschicken, bla bla, das kennt man ja alles schon. Aber wenn man dann genauer nachfragt, und hier habe ich tatsächlich auch die Zeit noch, ihn ja ein bisschen in die Mangel zu nehmen, ihr könnt euch vorstellen, er wird es einfach nicht finden. Denn solche Nummern, die gibt es da gar nicht. Und selbst wenn es die Nummern gibt, ich meine, man kann ja irgendwelche Nummern auf die Webseite schreiben, ne? Und die funktionieren dann halt nicht, wenn man das dann prüft. Tja. Aber das wissen die Betrüger halt selber scheinbar nicht. Entweder weiß er nicht, was er hier für einen Job macht, oder er nimmt es halt in Kauf, ne? Und bessert scheinbar seine Rente damit auf. Ich weiß es nicht. Alles klar, wie Sie möchten. Pass mal auf, das ist Ihre Entscheidung, oder? Ja, gut. Sie machen die Entscheidung. Sag mal BaFin-Code. Alles Gute dann. Aha, das kannst du wieder nicht, ne? Also das können nur die Betrüger nicht. Ich habe nicht gehört. Was haben Sie gesagt? Den Code von der BaFin. Eure Anmeldenummer, die Registrationsnummer. Von wem? Beim FCA. Wir sind in England, beim UK. Ja, dann nehmen wir davon die Nummer. Da werdet ihr ja auch eine Registrationsnummer haben. Okay. Dann lässt sich das ja herausfinden, ob das stimmt. Das könnt ihr auch finden. Das gibt auch auf der Webseite. Hm. Wir haben zwei Registrierungen. Wir haben eine Registrierung in Estonia und auch beim UK. Das findest du wahrscheinlich auf die Informationen über den Firma. Da kannst du das finden. Ja, gibt's ja nicht. Das ist ja das Problem. Da kann man sowas nicht finden. Steht nirgendwo auf eurer Seite. Okay. Möchten Sie eine Bestätigung von der Firma haben, können wir schicken. Kann ich mir eine E-Mail schicken? Nee, das ist ja, wie gesagt, das muss ja gesetzlich auf der Webseite stehen. Und das tut's nicht. Okay. Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht, wo das genau steht. Ja, das müsste man schon wissen. Es ist zwei registrieren. Das sind FCA, das sind UK. Ja, aber ihr seid nicht registriert. Da habe ich gerade geguckt. Keine Ergebnisse mit eurem Firmennamen. Hm. Okay. Tja. Okay, was machst du? Komisch, ne? Nein, das ist nicht komisch, weil ich glaube, dass sie normalerweise beim wenn die Leute das haben, habe ich dann E-Mail vorbereitet. Das gibt alles da. In der Registrierung. Naja, es gibt ja hier keine Informationen, wo ihr registriert seid. Das ist halt alles Fake hier auf der Webseite. Ich meine, der Login hier bei euch, der ist ja wie bei allen anderen Fake-Seiten. Das ist genau das gleiche System, alles gleich. Okay, warte
wie bei allen anderen kriminellen Seiten. Das werde ich nicht sagen. Naja, doch. Ich meine, es gibt hier keine Informationen über euch. Wenn ich auf Kontaktieren Sie uns klicke, gibt es da nichts. Keine E-Mail, keine Telefonnummer. Das steht dann Telefonnummer, oder? Nee, auch das steht hier nicht auf eurer Webseite. Und der absolute Kracher ist, wenn ich deine Rufnummer zurückrufe, geht's nicht. Die existiert nicht. Ich kann eine E-Mail schicken mit sämtlichen Informationen. Schau mal gut an, nimm dann Zeit. Ja, das muss aber auf der Webseite stehen. Eine E-Mail nützt mir nichts. Es muss auf der Webseite stehen. Pflicht. Vorschrift. Und wenn ich deine Nummer zurückrufe, dann kommt kein, existiert nicht. Okay, das ist lustig. Weil wir haben natürlich was für diese gefährliche Angebot. Ne, die Nummer existiert nicht. Ist das schon, ja? Also es existieren nur Rufnummern von Betrüger nicht. Absolut nicht. Pass mal auf, ich schicke dich ein E-Mail mit sämtlichen Informationen, du machst deine eigene Entscheidung oder fast es. Am besten ist immer über mein Coinbase-Konto machen. Ja, ist ja klar, das Coinbase-Konto, das nutzen alle Betrüger. Okay, ich höre dich. Alles klar. Ich schicke ein E-Mail, wenn du möchtest, schicke ich ein E-Mail. Also was ich gern hätte, ist, dass du deinen Job kündigst und was Vernünftiges machst. Wir sind die Traders, wir machen Nein, das. Seid ihr nicht. Ihr seid Betrüger. Alles klar. Okay, dann verstehe ich das. Alles klar, wünsche einen schönen Tag dann. Ja, ich nicht. Ciao. Tja, da wusste er sich nicht mehr so richtig zu helfen. Denn die Informationen, die er angeblich auf der Webseite hat, die standen da alle nicht. Und ich konnte es ihm ja auch widerlegen. Und genau das auch mit dieser Rufnummer wieder. Man konnte seine Rufnummer nicht zurückrufen. Wie mit allen anderen Betrügern. Das ist schon seltsam. Aber er machte auch den Eindruck, dass er davon nichts weiß. Ich weiß es nicht. Also entweder ist es ihm wirklich scheißegal, aber wenn jemand mit mir spricht und so eine Tonlage hat und in diesem Alter ist, würde ich jetzt wirklich nicht erstmal davon ausgehen, dass es ein Betrüger ist. Aber er ist nichts anderes als ein Betrüger. Er zockt die Leute ab und macht sich damit mitstrafbar. Denn nach deutschem Recht ist man da Mittäter. Ob man das jetzt will oder nicht, wenn man in so einer Firma arbeitet und ganz genau das Ding durchblickt hat. Ich meine, wenn ihr da frisch angefangen habt, dann werdet ihr da nicht gleich mit unter eine Decke gesteckt. Man weiß ja nicht, wenn eine Firma neu ist, unbedingt, wie die Firma tickt. Aber wenn das offensichtlich Betrug ist und ich gehe ganz stark davon aus, dass viele Menschen auch einfach auflegen oder ihm auch die Meinung sagen, was da so los ist. Naja, und irgendwann muss man das Ganze merken. Na, also ich sag mal, spätestens nach 3 Monaten müsste man ja mitbekommen haben, was das für eine Firma ist. Ich weiß es nicht, aber es ist nicht der letzte Anruf von ihm bei mir, denn auf dem Anrufbeantworter hat er schon nach dem Herrn Steiner gefragt und das hört ihr auf jeden Fall in der nächsten Schnipselsammlung, die ich euch hier hochlade. Da ist er auch wieder mit dabei und macht mit diesem Betrug also weiter. Schade. Also, ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen möchtet. Natürlich mit Glocke, dann kriegt ihr auch eine Information dazu, dass ein neues Video online ist. Und jetzt seht ihr noch die Playlist mit allen anderen Videos auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns dann das nächste Mal. Ciao, ciao!